So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, denn heute war Raid Boss Wechsel, 10 Uhr. Kamen die neuen Eier, 11 Uhr, kann das aufgehen. Wir haben direkt einen an der Georgsbrücke in Meiningen gefunden, einen Boreos in der Tiergeistform. Da ist Pupsi mit Mütze, das erste Mal in ihrem Leben mit Mütze. Wir haben uns jetzt hier einen super genialen Parkplatz gesucht. In der Nähe von der Georgsbrücke. Dort ist die Kampffabrik, steht zumindest dran. Und ja, wir werden jetzt mal dahin watscheln. Ihr seht, alles ist gefroren, die Autos sind gefroren, überall ist ein bisschen frostig. Das sieht auf jeden Fall gut aus, wenn man sich das so betrachtet. Es sind minus 8 Grad oder irgendwas. Aber ihr wisst, kurze Hose am Start, das ist wichtig. Wir laufen jetzt zur Georgsbrücke, melden uns dann nochmal zurück. Ich habe den wieder in die Raid-Gruppe reingepostet. Schauen mal, wer macht mit, wen kann man einladen, wer ist am Start und was ist das überhaupt für ein Ding? Wie sind die 100er Werte? Was nimmt man für Konter? Toll, jetzt kommt die Sonne. Perfekt. Hier sieht man nochmal das Schild. Yawara Meiningen, Yawara e.V., Kampffabrik, Boxen, Jujutsu, Kickboxen, Judo, Eskrima und Allkampf. Eskrima. Noch nie gehört. Wenn ihr Eskrima kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Guck, Sandra ist schon mal so dein Auto zugehangen, dass du einfach an die Seitentür dir ein Teil gehangen hast, damit deine... Die Fahrerseite. Ich habe keine Ahnung. Hier, vor allem hier platzt die Sonne drauf. Ich glaube, wenn ich mit der Hand hier einmal drüber wische, ist das eh weg. Also, das ist okay, ja. Das ist sehr speziell. Das feiere ich aber schon wieder. Wenn ihr euer Auto so abdeckt, schreibt es in die Kommentare. So, wir haben noch ein altes Geisterschloss gefunden. Es sieht ungefähr so aus. Meining hat so eine schöne Architektur. Guckt euch doch mal das Gebäude an. Und da vorne ist eine Ampel, da ist eine Brücke und das müsste die Georgsbrücke sein. Und das ist mitten an der Hauptstraße. Ich glaube, dieses Jahr, Geburtstagswochenende, feiern wir an der Georgsbrücke. Hier sieht es so toll aus. Das ist, wie gesagt, die Brücke. Da drüben geht's runter, von da kommen wir. Da geht's aber auch runter. Guck mal, da ist Wasser, da ist Ufer, kannst du schlafen. Wenn es regnet, gehst du unter die Brücke und da sind auch Enten. Jetzt blendet es halt, weil die Sonne da ist und wir können auch nochmal auf die andere Seite huschen und es euch da zeigen. So, das ist der Blick von der anderen Seite, da sieht man es nochmal besser. Da geht's irgendwie hoch in den Wald, da ist bis ein bisschen abgelegen. Hier hast du rauschendes Gewässer, treibendes Gewässer. Hier kannst du dich an den Rand hängen. Da bist du irgendwie, hast du eine riesengroße Fläche. Wir haben ja nur an so ein Stück gehangen, aber hier hast du eine riesengroße Fläche und kannst noch unter die Brücke. Vielleicht ist das hier tiefer, vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Man weiß es nicht genau, aber der Platz hier ist irgendwie auch cool. Müssen wir mal, Thomas entscheidet ja dieses Jahr. Der kennt sich ja jetzt aus in Meining. So, wir haben uns jetzt hier an die Brücke gestellt. Das sieht dann ungefähr so aus. Da ist Pupsi, hier sind die Schilder. Da habe ich mich jetzt hingehangen, ne? Hier sind die Handys. Hier geht's runter. Guck mal, wie es da runter geht. Da ist die Toilette sozusagen. Da seht ihr, wenn die falschen wenn die falschen Herzwerte eingestellt sind, dann macht der Bildschirm so. Wenn es passt, dann ist es so. Perfekt. Hier werde ich mich jetzt hinhängen. Das sieht dann so aus. Und jetzt müssen wir noch gucken, wen wir überhaupt einladen. Ich habe, also das ist die Arena, ne? Zack, von hier kam er angefahren, angelaufen. Und jetzt habe ich wieder im Community-Tab gepostet eine Konter-Grafik. Wenn wir mal hier drauf gehen, im Community-Tab seht ihr immer eine aktuelle Konter-Grafik für Boreos Tiergeistform. Diesmal, das ist Typ Flug. Ihr nehmt also Gestein, Elektro oder Eis. 18,37 ist der 100er Wert ohne Wetterbrust. 22,96 ist der 100er Wert mit Wetterbrust, also Wetterboost. Gibt es natürlich als Shiny. Ist total nutzlos. Ich weiß nicht, was man damit überhaupt machen soll. Pokémon könnt ihr euch dann angucken. In 30 Sekunden geht der Raid auf. Den Raid habe ich in die Ramses Raid Gruppe in Telegram gepostet. Mit Arena, mit Startzeit, mit Liste. Und eingetragen haben sich jetzt Kaiser Kai, GoPogo, Manu, Matze Nordland, Schneebitza, X-Eim on Fire, Creeper, Henry, Niki, Blood in Fears, Linus, Shinaya, Miku und wahrscheinlich noch Trainer Sir Ups. Den sehe ich aber jetzt erst. Das heißt, ich muss mal zu meiner eingespeicherten Liste noch ein Komma machen und noch Trainer S hinschreiben. Dann habe ich genau 8 Leute zum Einladen. Gehe jetzt auch auf die Arena drauf.
Bist du soweit? Dann geh einfach rein, öffentlich, das passt. So, schmeiß mal den rein, schmeiß mal den rein. 8 Leute lade ich ein. Also wenn du willst, du könntest noch 2 Leute einladen. Wenn du irgendjemanden siehst, der online ist. Ich müsste, glaube ich, mit Blood and Fierce aufsteigen und mit Henry Nicky. Vielleicht mache ich kurz noch ein Glücksei an. Kommt drauf an, wie viele ich noch habe. Gucken wir mal kurz auf die Items. Ja, ich habe noch 3. Ich zünd mal ein Glücksei für die 2 Levelaufstiege noch. Das 2 hebe ich mir aber auf. 1 brauche ich ja immer für den C-Day. Wenn ich 1 verbrauche und dann wieder 1 am C-Day kriege, dann geht sich das aus. Dann müsste ich immer 2 im Beutel haben. Immer 1 für den C-Day erstmal als Vorschuss. Und dann immer 1 als Ersatz für irgendwas anderes. Ansonsten brauche ich jetzt keine Level-Ups zwischendurch mehr mit Eiern machen. Die mache ich dann so, Stufe 3, 4, aber gerne an den C-Days. So, jetzt müssen wir wieder hier drauf, den Rest noch einladen. Henry, Niki, Kaiser Kai, Trainer, Sir Ups. Es ist natürlich ein bisschen traurig, dass ich den Main-Account nicht mehr habe. Da habe ich damals von Sarina, also von Blood and Tears, die hat mir ein Shiny Boreos in der Tiergeistform bei einem Lucky Trade rübergegeben. Und es ist ein 100% Shiny Boreos in der Tiergeistform geworden. Also ein, nicht ein Hundo, sondern ein Shando. Shiny Hund, ne gut, nicht ein Hundo, nicht ein Shando, ein Schlando. Es war ja sogar Lucky. Also ein Shiny, Lucky, 100% extrem nutzloses Boreos in der Tiergeistform. Das war cool damals. Hier wird jetzt gekämpft mit Despoda und Mamudel, also Eis und Gestein. Hier wird gekämpft mit Marmutel, Rihonyo, Zekrom, also Elektro, Eis und Gestein. Ich hoffe, da sind auch die richtigen Attacken drin. Dann gucken wir mal, wer das Beste hat. Den 100er Wert habe ich mir eh nicht gemerkt. Dann gucken wir mal, ob ein Shiny dabei ist. Ich bin auch so froh, dass ich meine komische Wolfsjacke wieder anhabe. Das ist einfach die beste Jacke der Welt. Die ist einfach schwarz. Die hat einen Wolf drauf. Und die hält einfach unglaublich warm. Also wenn es hier minus 8 Grad sind, wir sind jetzt hier am Wasser, hier sind es bestimmt minus 10 Grad, dann ist das einfach die beste Jacke der Welt. Untenrum ist wurscht. Da könnt ihr die kurze Hose anziehen, wenn ihr oben die Wolfsjacke habt. Das gleicht sich aus, Yin und Yang sozusagen. So, wir knüppeln jetzt hier drauf. Das wird wahrscheinlich auch der einzige Boreos Raid sein, den ich machen werde. Heute am Mittwoch zur Begrüßung. Da das Ding ja nutzlos ist, werde ich meine weiteren täglichen Pässe die ganze Woche, während Boreos da ist, für andere Raids nutzen, um meine Raid-Medaille zu pushen für die 150 verschiedenen Raids. Obwohl ich glaube, ich für die Platin-Medaillen müssten die anderen irgendwann ausreichen, dass ich gar nicht diese Medaille brauche, aber trotzdem das dann mache. Weil nützlich ist das ja nicht. Ach, ob das alles Sinn hat oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber Boreos musste nicht raiden, das bringt eh nichts. Wir nehmen jetzt den einen mit. Also wenn wir eine fangen, wenn er natürlich jetzt flieht, dann müssen wir nochmal Raids machen. 18:28, 17:81. Obwohl 18:28 klingt fett. Wie viel hast du? 17:79. 18:28 ist schon stark. Jetzt werfen wir mal. Er kommt raus. Machen es nochmal. Das ist ein Vogel, der fliegt, das ist egal. Er bewegt sich trotzdem relativ langsam und chillig. Der übt nicht so viel Stress aus auf den Werfer, auf den Spieler. Ich glaube, ich muss gleich noch mal gucken, wie viel der 100% Wert hatte. 18:37 wäre der 100er. 18:28 habe ich auf dem Samyang-Account, also ist eigentlich auch egal. Könnte man theoretisch jetzt auch einfach flüchten bei dem. Da geht es ja um nichts. Der hat ja den Pokédex-Eintrag schon. Er ist eigentlich nur eine Raid-Hilfe. Der tauscht ja auch nichts. Das Tauschen ist eh in letzter Zeit ein bisschen festgefahren. Früher immer zu getauscht, überall hin und her. 1000 Glücksfreunde gehabt. Jeder wollte was. Jeder hat was gekriegt. Jeder hat was gegeben. Jetzt braucht man gar nichts mehr. Jetzt hat man auch gar nichts mehr. Ist uninteressant geworden. Man könnte mit dem täglichen Pass natürlich sagen, man raidet einfach eine Woche lang Boreos, um zu gucken, ob bei 7 Raids das Shiny dabei ist. Oder das 100er. Oder was das Beste ist. Aber ich werde einfach weiter ein paar 3er oder 1er Raids machen. Der Mega Raid hat auch wieder gewechselt. Mega Meditalis ist mittlerweile wieder drin.
Was ich nicht nachvollziehen kann, weil seitdem der Account existiert, war Mega Meditalis in den Mega Raids und ist jetzt wieder drin. Obwohl es so viele andere gibt, ist Mega Meditalis in so kurzer Zeit einfach zweimal drin. Und das auch noch unabhängig von einem Event oder irgendwas. Da hätte ich mir gern was anderes gewünscht, irgendwas, wo man nochmal Energie sammeln möchte. Das heißt, für Mega Meditalis wird es diesmal keinen Community Raid geben, weil wir ja schon einen haben von dem Habanero-Account auf dem Kanal, wo wir uns den Mega Pokédex-Eintrag geholt haben, was ich auch seitdem regelmäßig mal entwickle. Wenn es wieder passt, spare ich mir das, kann ich vielleicht endlich mal die Videos von den Levelaufstiegen raushauen, von 41 bis 48, was ich alles bis jetzt so gefilmt habe. Aber ich habe noch 5 Bälle. Vielleicht flieht er ja, wir haben Glück und können morgen nochmal einen machen. Dann kriege ich wenigstens Sonderbonbons aus den 5er-Raids, die ich dann wieder in andere Pokémon stecken kann. Weil die Einer werfen keine Sonderbonbons ab, so großartig, aber die 5er schon eher. Ja, komm raus, das ist jetzt mein Ziel, dass er flieht. Ich habe nämlich noch 3. Wieder daneben geworfen, da müssen wir einfach fabelhaft werfen, sonst wird das doch nicht. Schade, jetzt ist er drin. Toll. Wir können kurz die Levelaufstiege aber noch durchfliegen lassen. Das ist der Pokédex-Eintrag. So, fürs Thumbnail müssen wir das immer so machen. Wir bewerten ganz kurz. Das ist richtig schlecht. 2 Sterne, 12, nee, 11, 11, 13, 11. Okay. Und jetzt müssten hier noch 2 Levelaufstiege durchkommen. Von Henry Niki. Okay. 200.000 für beste Freunde. Und Blood and Fios, 200.000. Gesundheit, Pupsi. 11.13 Uhr, in 2 Minuten gehen noch eine auf, aber nicht für uns. Wir sind hier fertig an der Stelle. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, eure Mütze, eure Laterne hier. Guckt mal, wie schön die aussieht. Und Thomas hier ist sein Badezimmer. Thomas! Hört er wieder nicht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.